Ey, ich habe mir übrigens Ding Energy-Zeugs geholt. Ich habe mir einmal Booster Juicy geholt vom Netto. Und einmal Rockstar, auch Granatapfel noch irgendwas. Weiß nicht, ob ich mir nachher mal eins davon reinzwirbeln soll. Oder jetzt demnächst, Alter. Die Booster gehen klar, oder was? Diesen Juicy habe ich mir geholt. Aber pfeift der arg durch? Ich kenne mich ja mit Energy-Drinks gar nicht aus. 0,0. Aber ich würde mir da mal abends ab und zu beim Zocken einen reinzwirbeln. Aber ich brauche keinen Energy-Drink. Der mich, wie gesagt, ich will hier halt mit Herzrasen und schweißigen Fingern hocken, Alter. Sondern, weißt du, auf einmal rutscht dir so der Controller durch die Schweißgriffe wegen Energy Drinks. So soll es nicht sein. Wenn jemand irgendwelche Special Energy Drinks hat, die geil schmecken und die einen so ein bisschen anzünden, ab in die Kommentare. Meinst du den Booster mal zwitschern, oder was? Ja, der ist eiskalt, Digga. Der liegt seit gestern drin. Also, wie gesagt, ich habe mir Rockstar geholt. Rockstar, was habe ich mir bei Rockstar für diesen lilanen habe ich mir von Rockstar geholt. Habe ich jetzt auch 30.000 Mal Rockstar innerhalb von 3 Sekunden gesagt. Granatapfel Cranberry Taste. Ich booste mir den jetzt mal rein und dann sieht man auf jeden Fall, ob der zündet bei mir. Also ich trinke nicht mal Kaffee, sagen wir es so. Also wir machen den jetzt mal auf. Warum klopft man drauf? Ich mach's bei jeder Dose. Also, Energy Drink Noob Barcherer. Zwirbelt sich jetzt ein Booster. Und dann schauen wir, was da abgeht. Boah, riecht massiv nach Säure. Boah, man hat direkt so einen Film in der Gosch, oder? Oder ich zwirbel mir den jetzt rein und nachher noch diesen Rockstar. Der geht geschmacklich klar. Oder warte mal, wenn ich jetzt 20 Kills habe, dann wissen wir, der Booster war gut, Alter. Ab sofort der Booster-Tester. Ja, wie gesagt, der macht auf jeden Fall guten Film in der Gosch, Alter. Aber direkt Sodbrennen. Ey, was ich früher ab und zu gezwirbelt habe, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Flying Horse. Hoas. Oh shit, durchs Gebüsch. Scheiße, das war der Booster. Oh shit. Booster it in, man. Hashtag Leon Lovelock Voice. So. Und schüttet einfach nochmal nach. Wie gesagt, das ist Granatapfel Cranberry. Granatapfel Cranberry. Ja, aber ich sag auch, der Gummibärchen, Flavor von Red Bull ist halt echt so das Vertrauteste, ne? Oh shit, da ist er. Ah, da war er. Ey, ganz ehrlich, eigentlich, wie gesagt, trinke ich einen Kaffee und stehe senkrecht, aber bis jetzt ist, also beim Red Bull merke ich was. Red Bull. Gibt Schlimmeres. Wirklich, ich habe echt gedacht, es schmeckt schlimmer so. Also ich merke schon, ich werde auf jeden Fall aktiver. Die Füße die ganze Zeit dab, 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 dab. Ich habe übrigens gehört, der aller beste Booster, den es gibt, soll Fesky sein. Fesky. Fesky. Aber es ist halt so zum Anrühren. Aber ja, ich will halt irgendwas vorgemixtes. Tatsächlich habe ich das hier in der Beta gezockt. Ich flieg dich wieder zusammen. Rotterdam. Da fällt mir ein Song auch dazu ein. Alter, ey, der macht schön aktiv. Ey, da fällt mir der Song ein, dies, das, boom, bang. Da muss ich nicht eben lüstern, Dimitri. Aus der Klote! Das ist die Yoga-Mucke für den Samstagabend. Und wie gesagt, als alter Booster-Noob, schreibt mal bitte nachträglich in die YouTube-Kommentare, welcher euer Favoriten-Booster ist. Also der geht schon, den spüre ich schon angenehm. Der ist schon als Nicht-Kaffeetrinker und Energy-Booster-Drink-Noob. Ist ja ganz okay.